Und es geht gleich flott weiter mit unserem nächsten Vortrag. Und da schauen wir über die Landesgrenzen hinaus. Ich begrüße den Martin Schrammeck. Herzlich da. Ja, einen Applaus bitte. Der Martin ist Jurist am EISI, am European Information Society Institute. Das ist eine NGO mit Sitz in der Slowakei, die einerseits ein Forschungszentrum ist und die sich für die Rechte von Internet-Usern, Konsumenten und Konsumentinnen und Service-Providern einsetzt. Und Martin hält uns heute einen Vortrag über Netzpolitik in der Slowakei und das dortige Ende der Vorratsdatenspeicherung. Sonja, danke für die Vorstellung. Noch eine kurze Frage. Wie viel habe ich ungefähr? 15? Okay. Ursprünglich wollte ich Ihnen über möglichst vielen netzpolitischen Themen in der Slowakei erzählen. Aber ich habe mich dann entschieden, nur auf das Positive zu beschränken, weil das würde sonst sehr lang dauern. Die zwei Themen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ist Vorratsdatenspeicherung, ganz genau das Ende der Vorratsdatenspeicherung bei uns. Und da ich gesehen habe, dass wir später einen Talk über den Informationsfreiheitsgesetz oder über den Transparenzgesetz in Österreich haben werden, möchte ich Ihnen noch kurz unseres Gesetz über Informationsfreiheit vorstellen. In der Slowakei haben wir momentan keine Vorratsdatenspeicherung. Dafür können wir uns meinen Kollegen aus AC bedanken. Ich war damals noch nicht dabei, also ich trage überhaupt keine Verantwortung dafür. Im 2012 haben sie einen Antrag auf Überprüfung der Grundrechtsmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherungsvorschriften geschrieben. Und da man bei uns nicht zum Verfassungsgericht als individueller Bürger mit solchen Anträgen gleichgehen kann, man braucht dafür, also das kann entweder der Präsident oder die Regierung oder die Abgeordneten, die Nationalratsabgeordneten können das machen, ist es ihnen gelungen, 30 Nationalratsabgeordneten dazu überreden, dass sie diesen Antrag beim Verfassungsgericht stellen. Das ist insoweit ein Erfolg, als das noch im 2012 war. Das heißt vor Snowden und damals war diesen Themen überhaupt nicht Mainstream. Und Politiker, insbesondere unsere Politiker, dazu veranlassen, dass sie sich über etwas interessieren, was nicht gerade in den Zeitungen steht, ist ziemlich schwierig. In diesem Fall ist das gelungen und der Antrag wurde also 2012 gestellt. Der Verfassungsgericht hat dann 2 Jahre nichts gemacht und dann, als im April 2014 der EuGH die Vorratsdatenspeicherung-Richtlinie Ex-Tunc aufgehoben hat, hat unser Verfassungsgericht einen Monat danach die Vorschriften vorübergehend suspendiert. Die Vorschriften, das sind nämlich das im Gesetz über die elektronische Kommunikation, die Vorschriften, die die Speicherung an sich geboten haben und dann in der Strafprozessordnung und im Sicherheitspolizeigesetz Vorschriften, die den Zugriff auf diese Daten von Seite der Behörde regelten. Und ein Jahr später, in 2015, hat der Gericht die Vorschriften als grundrechtswidrig aufgehoben. Inhaltlich hat er nichts Neues gesagt, als der EuGH und der VfK hier sagten, anlasslose Massenüberwachung ist grundrechtswidrig.
Was ist aber noch interessant oder teilweise auch positiv, ist, wie die Lage heute ausschaut. Heute ist so 9 oder 8 Monate nach diesem Erkenntnis. Und in Europa, man sieht, dass entweder es gibt Staaten, die die Vorratsdatenspeicherung noch haben, es gibt Staaten wie Deutschland, die sie wieder einführten, es gibt Staaten wie Österreich, wo das Innenministerium ständig davon träumt, dass sie das noch einmal wieder haben werden. Bei uns habe ich von keiner Intentionen der Regierung etwas gelesen, dass sie das wieder einführen möchten. Und insbesondere steht das nicht in dem sogenannten Antiterrorpaket, der im Dezember 2015 erlassen würde. Was war die populistische Reaktion auf die Terrorangriffe in Paris? Ab dort wurde, obwohl ein Antiterrorpaket klingt als etwas, wo die Überwachung jetzt stark verstärkt würde, gibt es sowas dort nicht. Und die heutige Lage ist, dass die Behörden können auf Daten, die die Internetprovider haben, zugreifen, aber nur auf richterliche Bewilligung. Nur wenn das Ultima Ratio ist, also wenn das wirklich der letzte Mittel zum Zweck ist, und nur bei bestimmten Delikten, nur beim schweren Delikten, Diebstahl zum Beispiel, wie das hier in Österreich war, fällt nicht darunter. Also ich glaube, das ist insgesamt eine positive Entwicklung. Und da ich noch Zeit habe, möchte ich Ihnen kurz über unseren Recht auf Zugang zu Informationen erzählen. Wir haben das seit 15 Jahren jetzt. Im Allgemeinen kann man sagen, dass das ziemlich gut funktioniert. Es gibt viele Schwachstellen. Es gibt immer wieder Initiative von Seiten des Staates, dieses Recht irgendwie zu beschränken oder spezielle Ausnahmen einzuführen. Aber grundsätzlich funktioniert das gut. Und der Grund, warum das so gut funktioniert, ist, dass wir das in der Verfassung haben. Nämlich im Artikel 26 als politisches Grundrecht. Und der sagt, Absatz 5 sagt mehr oder weniger, dass Organe der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, in angemessener Weise Informationen über ihre Tätigkeit zur Verfügung zu stellen. Die näheren Bedingungen werden im Gesetz, im Ausführungsgesetz beschrieben. Und es ist deswegen sehr positiv, dass das in der Verfassung steht, da wir damit mit jeder Beschwerde können wir das zum Verfassungsgericht, können wir jeden Fall zum Verfassungsgericht bringen, und der kann die Grundrechtsabwägung vornehmen, ob jetzt in dieses Grundrecht eingegriffen wurde oder nicht. Das ist unser Gesetz, wo das alles steht. Im Kürzen nennen wir das Infogesetz. Grundsätzlich sieht dieses Gesetz Pflicht für staatliche Organe, Selbstverwaltungskörperschaften, juristische Personen, die aufgrund eines Gesetzes gegründet wurden, zum Beispiel ORF, oder juristische Personen, die unter Kontrolle des Staates stehen, wie ÖBB zum Beispiel. Es sieht zwei Pflichten vor. Einerseits die Pflicht, bestimmte Informationen proaktiv zu veröffentlichen, zum Beispiel
allgemeine Informationen über dem Unternehmen oder über der Behörde, das ist nicht ganz wichtig, aber was ist jetzt sehr wichtig, sind Verträge. Es gibt ein zentrales Vertragsregister, wo bestimmte Verträge sein müssen. Das sind insbesondere Verträge, wo es um öffentliche Mittel geht oder wo Informationen stehen, die gegen öffentliche Mittel, also die aus öffentlichen Mitteln verschafft wurden. Und zweitens gibt es die Pflicht, auf Anfrage bestimmte Informationen zugänglich machen. Und was jetzt besonders, also diese Regeln sind im Allgemeinen sehr schön und können sehr gut funktionieren, aber man muss insbesondere auf die Ausnahmen achten. Weil jede Ausnahmen können jede Regel also praktisch vernichten. Und leider sind die bei uns, also das sind nicht alle, es gibt noch mehrere, das sind die wichtigsten. Leider werden sie ziemlich extensiv interpretiert und manche zum Beispiel Immaterialgüterrechte, also Urheberrecht, werden oft ausgenutzt. Und die Regeln sind so gestaltet, dass man zum Beispiel nicht beurteilen kann, beziehungsweise der Beamte, der diese Information zugänglich machen sollte, kann nicht beurteilen, ob das Dokument ein Werk im Sinne des Urheberrechts ist oder ob es freie Werknutzungen gibt, die doch die Zugänglichmachung ermöglichen würden. Das heißt, ich empfehle euch in Österreich sehr stark auf die Ausnahmen zu achten und dass sie möglichst konkret, möglichst eng interpretiert werden. Dann noch ein Problem bei uns gibt es bei den Rechtsmitteln. Unsere Gerichte arbeiten sehr langsam und leider haben wir noch wenn man einen ablehnenden Bescheid bekommt, muss man sich zuerst im Rahmen des Verwaltungsinstanzenzuges berufen. Das ist in Österreich seit 2014 nicht der Fall, das ist sehr gut. Weil in 100% der Fälle die obere Instanz sagt genau das, was die untere Instanz. Und erst die Gerichte sind die, die etwas Sinnvolles dazu sagen könnten. Leider bei uns ist es alles ein bisschen langsamer und deswegen dauert es ein paar Jahre, bis man die Information kriegt, die man bekommen möchte. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Martin. Das war immer spannend, über die Grenzen hinauszuschauen. Es gab durchaus einiges Positive und ich habe auch schon bemerkt, einige Parallelen zu uns hier in Österreich. Jetzt haben wir wieder Zeit für Fragen. Bitte, da habe ich gleich eine gesehen. Vielen herzlichen Dank, Maximilian Schubert-Isper. Wir vertreten die österreichischen Internet Service Provider. Du hast gesagt, es gibt keine Vorratsdatenspeicherung mehr in der Slowakei, aber die Behörden bekommen noch Daten von den Providern. Hast du ein Gefühl, wie lange die Daten bei den Providern vorhanden sind? Und gibt es zum Beispiel einen Transparenzreport, wo dann das Innenministerium bei euch am Ende des Jahres sagt, so oft wurden Daten abgefragt? Danke. Also die Daten werden nur so lange gespeichert, wie das die Datenschutzvorschriften erlauben. Genau wie lang das ist, ich weiß nicht. Ich gehe davon aus, dass es ist im Interesse der Internet Service Provider, die Daten möglichst, also wenn sie sie einmal nicht brauchen, sie möglichst schnell zu löschen, weil das kostet nur Mittel. Ich weiß über, also genaue Zahlen kenne ich nicht und ich
weiß auch nicht genau, ob das in einem Ministerium etwas veröffentlicht. Ich müsste näher nachschauen dazu. Ja. Ja. Hätten wir noch eine Frage? Sonst? Herzlichen Dank, lieber Martin. Nochmal einen Applaus.